Hallo Leute und willkommen zu GTA 4. Beim letzten Mal haben wir endlich Vlad umgebracht. Ich kann euch eins sagen, dieses Gefühl war so befreiend, dass ich glaube, wenn ich das jetzt wirklich sagen würde, würde das bloß irgendjemanden verstören. Also lasse ich es mal lieber. Ich wollte es aber erstmal gleich schauen, dass ich vielleicht für irgendjemanden eine Mission erledige, der nicht Little Jacob heißt. Oh, Roman! Ich glaube, ich erledige zuerst die Mission von Little Jacob. Casa Nico. Lass mich rein, ich hab Angst. Oh, oder so. Roman. He's okay. Still waiting for E. E, also, yeah. Hm. Liquid Drive? Little Jacob, ich weiß, dass du rauchst. Ziemlich viel Gras. Das war jetzt gerade eben Deutsch. Aber trotzdem, willst du mich verarschen? Denkst du, ich nehme deinen Wagen? Ich hab einen viel cooleren. So, jetzt erstmal einen symbolischen Akt. Ah, schade. Wollt drüber fahren. Take Jacob to the apartment block in Willis. Willis. Hä? Huh? Oh! Huh. Aus dem Weg! Oh. Doing, doing! Gott, ich liebe diese Federung von dem Teil. Jetzt muss ich nochmal kurz schauen. Ich habe mal sowas von keine Ahnung, was das jetzt nochmal war. Toll. So viel zum Thema, ich kenne mich mit Mission aus. Aus dem Weg. Oh, warte mal, ist doch dieser Deal in diese Sackgasse. Mehr oder weniger. I hear you. I hear you. Hotbox. Ich muss zugeben, dafür werden mir meine Lungen zu schade. Ich nehme mal an, dass es da drüben ist. Oh, das ist nochmal ein Lincoln Town Car. Ach, wisst ihr was? Ich muss mal ganz kurz das Fahrzeug wechseln. Es tut mir sehr leid, aber ich brauche was anderes. Das heißt mir ja. So, sehr gut. So viel zum Thema. Radbox. Take Jacob to the apartment block in Willis. Ja, Spiel. Ich hab's ja nicht vergessen. So, sehr gut. Bin ich froh, dass eine Übersetzung dran steht, weil ich verstehe kein Wort, was es sagt. Ich bräuchte echt einen Übersetzer, wenn ich mit so jemandem im echten Leben sprechen würde. Ich würde die ganze Zeit sagen, was? Hä? Ja, fahr! Ich meine, lauf! Ich bin heute komplett durcheinander, hä? So, jetzt hast du mir. Ach ja, Tough Kong. Nimm ab, Nico. Gasse, Nico, natürlich. Ich habe jetzt das letzte verstanden. I got the front covered. Hey, Kollegen, habt ihr immer schon mal ein Drive-By miterlebt? Bei dem ihr sogar noch überfahren werdet am Ende? Nein? Cool. Und überhaupt, warum gingen die jetzt eigentlich so schnell drauf? Das müsste es eigentlich ziemlich untypisch, wie ich finde. Go and pick up Jacob. Das tut ja im Inneren weh. Oh, toll, wirklich nochmal. Gasse, Nico. Ich schalte es erstmal um. Wow, das
etwa präzise? My God, damn. Kein Kommentar dazu, Little Jacob? Wow. Take Jacob to the town in Meadows Park. Ja, genau, dort, wo er eigentlich in der Nähe Packy wohnt. Hallo, Savannah. Nein. Go with Jacob to the front door. Na dann. Ich glaube, das wird nicht Tage brauchen, bis man das wieder rausbekommt, diesen Geruch. Wie man natürlich hören kann, ich halte natürlich sehr viel von Gras. Ja, es tut mir leid, Leute. Ich will meine Schrotflinte verwenden, ey. Hallo. Hat der Typ was gesoffen oder was? Ja, genau. Ich bin so cool, dass ich die ganze Zeit irgendwo hinschieße. Ironie. Follow Jacob. Na dann. Take down all the drug dealers. Jacob, du wirst es schaffen. Ich glaube an dich. Hey. Hier geht's denn so. First aid kits will replenish your health. Na dann. Take Jacob back to the homebrew cafe. Ich frag mich jetzt, habe ich überhaupt Leben verloren? Ich habe jetzt nicht direkt aufgepasst. Ich war gerade eben eher beschäftigt, eine bestimmte Erektion zu bekommen. Wegen der Schrotflinte. Ihr habt nichts gehört. So, Kaffee. Ein Ding. Ja, schon irgendwie. Zumindest Leute zu erschießen. Miep, miep. Screwface. Okay. Jetzt helfe ich mal ganz kurz zur Polizei. Ach ja, in GTA Vice City hat man dafür noch Geld bekommen, wenn man den Typen so verprügelt hat, der von einem Polizist verfolgt wurde. Naja, leider haben sie dieses Feature entfernt. Oh, und die kann man nicht ziemlich schnell. Nicht schlecht. Hallo Zellerleins. Wie geht's denn so? Nein, fahr nicht weg. Baby, ich brauch dich. Komm schon. Verschwende Cutscene, danke. La 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 la. I need your car. Oh Gott, die Monitor wollte ich jetzt bestimmt nicht sehen. Aber so kann man natürlich auch jemanden überreden, aus dem Wagen zu steigen. Komm, du schaffst es. Schneller. Oh, jetzt hängst du wohl an der Türklinge. Das ist doch schade. Upsi. Ansonsten, oh, stimmt ja, ich krieg einen Stern dafür. Komplett vergessen. Na dann. La 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 la. Obwohl, hab ich jetzt eigentlich... Nee, Roman. Ich bin mir sicher, dass der Little Jacob noch einmal anrufen müsste für eine Mission. Und ich möchte ja nicht ehrlich gesagt noch zuerst erledigen. First Person. Ich glaube, ich werde sogar wieder ein bisschen in First Person rumfahren. Ach, scheiße, ich werde gleich wieder meinen Wagen verlieren. Das stimmt, ja. Ach, wisst ihr was, ich speichere mal kurz meinen Wagen ein und tue dafür diesen Ford Raptor erstmal weg. Wenn ich die Entscheidung zwischen dem Ford Raptor und der Camaro Alliance habe, ist sie war nicht wirklich schwierig, wie ich finde. Auch wenn ich natürlich den Raptor mag. Bitte nicht falsch verstehen. Waiting for coming. So, jetzt ist mir rückwärts einparken. Mehr oder weniger. So, sehr gut.
Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich richtig stehe. Na dann, schön zu sehen, wie viel Platz ich mit diesem Raptor eingenommen habe. So, nochmal aussteigen. Und noch ein bisschen weiter zurücksetzen mit dem Fahrzeug. Jetzt müsste es ganz grob in der Mitte stehen, ne? Tatsache, nicht schlecht. Was gibt es Schöneres, sich gelegentlich mal selber auf die Schultern zu klopfen? Auch wenn es natürlich ein bisschen ironisch ist. Aber trotzdem, irgendwie nett. So. Jetzt heißt es erstmal zu diesem Container zu gehen. Wenn ich überhaupt noch richtig weiß, wo er steht, muss ich hinzufügen. So, jetzt ist es mir. Danke, Crime and Punishment. Wieder ein Trailer-Zitat. Roman, what are you doing in the dumpster, man? Are they there? What are you talking about? Get out of there, man. I'm freaking out, man. I'm being followed. I saw them. Don't be ridiculous. You're being paranoid. Fuck you. Fuck you. Everything was fine, and then you show up, and now we're dead. Because Felsten is a psychopath. He's going to kill us, because we killed Vlad. Vlad was his man. That's how it works. You kill their guy, they kill you. Naja, mit einem Punkt gebe ich Ihnen recht. Fausten ist wirklich ein Psychopath. Vlad was a piece of trash. They don't care about him. All they care about is making money. So, we say we work for them. Now get out of there, you smell like cabbage. I don't want to, man. I'm shitting myself. Oh! Out of the dumpster, Mr. Fatman. Come on, Fatty. The boss wants a little chat. Na dann. Hallo, Dimitri. Warum 13 FPS? Hältst du schon besser? We had to gag him to stop the screaming. You shouldn't have brought them here, Andrei. Why not? You'd be the bad boy, Mr. Buck. Oh ja, peitsch mich aus. Who are you working for? Ist es nicht wieder ein Trailer-Zitat gewesen? Don't be an idiot. That's not good enough. I'm gonna saw off your fucking arm. Speak! Okay, okay. You're dead like sit up the ass. What do you want me to do? Very funny. Do you think you're so smart? Ja, schon irgendwie. I tied up in the basement a long way from home, but some ape threatens me with a hacksaw. No, I'm not that smart. Shut the fuck up! My fucking wife is watching television. Hallo. What are you doing? Nothing. Wie so ein Trailer-Zitat. Wie viel kommt denn noch? And who is he? He is his cousin. You were about to kill some guy in my house. Making all that noise to find out he's his cousin. Where did you find this idiot? He was a friend of your sergeant when we were in Vladivostok. He's an imbecile. God, verdammte Scheiße! You think it's okay to kill my employees? If he is an asshole, yes. Do it! I agree. Asshole, look at me like I'm a piece of shit. Fausten gefällt mir. Now listen. Nico Bellic, you are very lucky Vlad was an idiot. The only reason I keep him around is because I fucked his sister. You owe me. I got some digheads in my neighborhood trying to run a shipment, yeah? And we found a buyer for the TVs. Yes, a buyer. But you got to get them for us so we can make the sale. Can you untie Roman? Хорошо. Shut up! Roman, shut up! Shut up! Roman, shut up! 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 Listen, we'll take care of your cousin. But you better get a police car. And then you call me. Roman,
Roman, go, go, go. Meine Fresse, Roman. Fuck. Man weiß zwar niemals selber, wie man in so einer Situation reagieren würde, aber ich für meinen Teil das Schlechteste, was man machen kann in so einer Situation, ich will nicht aus Erfahrung sprechen, ist schreien. Außer natürlich, man möchte, wie in diesem Fall, diesen Typen aggressiv machen. Ah, du bist gemein, Spiel. Entweder einen gelben Camaro SS oder einen weißen Saddle 1. Oder natürlich den 360 Spider. Ach, wisst was, ich nehme sogar den SS. Es tut mir leid, Leute. Ach, ich brauche einen Polizeiwagen. Ja, so viel zum Thema. Steck's wieder ein. Nein, wegstecken. Ach ja. So, jetzt ist mir. Ach, komplett vergessen, ich brauche ja noch so einen Polizeiwagen. Bye. Find and pull over the vans before they reach their destination. Na dann. Wo ist eigentlich überhaupt der erste? Mehr oder weniger gleich um die Ecke. Nice, so gefällt's mir noch. das ist der Fun Fact am Rande. Ich habe gerade eben hier auf dem Spiegel möglicherweise etwas gelesen und deswegen bin ich vielleicht gegen den Honda gefahren. Das tut mir auch sehr leid. Ach so, geh. Und zur Hölle wollte ich ja nicht hier Shift drücken. Tut mir leid. Hello. Come out and don't try nothing. I ain't got nothing, you wasting your time. Are you carrying a shipment of TVs? Hey, you got bad information, brother. Fuck, get out of here. Na dann, tut mir leid für die Beule, mehr oder weniger. Obwohl, nee, eher Delle, weil wenn eine Beule wäre, dann würde es rausstehen. Nicht reingehen. Ich bin zu schlau. Ja, auf jeden Fall, wo ist denn überhaupt der nächste Van? In der Nähe von dem Pornoladen. Na dann, das soll doch einfach zu finden sein. Tatütata. Aus dem Weg! Ja, das wollte ich eigentlich verhindern, aber scheiß drauf. Ich gehe jetzt einfach mal kurz hinten nach der Ladung. Ja, das muss es doch sein. Na dann. Nee, warte mal. Nein, das war auch nicht. Nein, LG ist auch nicht irgendwie eine Marke für Fernseher. Nein, 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 nein. Willst du mich jetzt eigentlich verarschen, Spiel? Ich dachte schon. Ich dachte schon. Danke, Spiel. Ich werde dieses Geschenk annehmen und nett sein. Find and pull over the van before it reaches the destination. Nehme ich mal zumindest an, dass es da stand. Auf jeden Fall im Hafengebiet. Wieder mal, ich denke mal, dass es einfach zu finden sein sollte, aber wiederum will ich zuerst gucken, bevor ich nochmal hier so ein Statement von mir abgebe. Was? Ja, das glaube ich sogar. Also Leute, das war jetzt erstmal GTA 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt würde ich dann erstmal sagen, bis später.